Also ich bin der Johannes Lackam und habe Gitarre und Bass gespielt mit Effekten. Ja. Gertrud, Bass und ja und Elektronik. Klaus Wohlgemuth, Gitarre, E-Gitarre und Effekte. Alexandra Stessel, Vocals. Das heute, war das rein improvisiert oder habt ihr so ein paar so Konzepte oder so Grundstruktur euch ausgemacht? Das war eigentlich rein improvisiert. Wir haben alle, glaube ich, unser musikalisches Vokabular, das wir da irgendwie reinbringen. Aber ja, ich war eh gespannt, wie wir beginnen und wie sich das entwickelt. Und das war eigentlich ganz wenig ausgemacht. Ja, wir treffen uns jetzt seit einiger Zeit. Einem Jahr Schon genau. wirklich, ja, genau. Ja. Ah, schön. Und so, für mich war die Einladung von Hannes in den Proberaum. Und dann hat sich das so ergeben. Und ich kenne die Alexandra kenne ich schon sehr, sehr lang. Den Hannes auch schon sehr lang. Wir haben uns jetzt dann näher Wir kennen kennengelernt. uns vom Sehen. Vom Sehen, ja, jetzt schon vom Hören. Und wir haben nie was abgesprochen. Wir haben uns hingesetzt und angestartet. Und das war dann auch riskant natürlich, es war unterschiedlich. Wir haben eine Zeit gedacht, das ist also, heute war es wohl nicht so gut oder so irgendwie halt. Und wir haben sehr, sehr, sehr konsequent mitgeschnitten, oder der Hannes macht das immer sehr cool. Und wieder verschickt, sodass man irgendwie sich dann auch vorstellen kann, was da gerade passiert, weil man schon selber in seinem Tunnel ist manchmal. Und das hat sich dann mit der Zeit immer besser angehört. Und wie dann klar war, dass das als Slot frei wird da hier und wir da spielen sollen, das war, hat dann möglicherweise die Ohren noch mehr gespitzt, gegenseitig, kommt mir vor. Also, aber es bleibt dabei, dass wir da gesprochen haben, was wir spielen oder wie wir spielen, haben wir eigentlich nie. Ja, also mit unseren Mitschnitten, die wir haben, also da hört man oft so Patterns raus, wo wir immer reinfallen und so. Und ich denke mir oft, das wäre total super, wenn wir das wieder mal aufnehmen könnten und das entwickeln würden. Aber im Endeffekt ist es immer so, dass wir das ganz von frischen und neuen beginnen. Ist ja zeitökonomisch viel einfacher, wenn man diesen Weg nicht geht, dass man das weiterentwickelt. Obwohl das schon schön wäre, wenn wir das mal machen würden. Da sind wir, vielleicht bleiben wir da, das ist ja lustig, dass ihr das sagt. Das ist ja irgendwie der Unterschied zwischen Improvisation und du sagst eben, ah, dass wir es schöner machen, dass wir es ausfeilen, damit wir es ein bisschen. Da möchte ich, dass wir da bleiben. Was ist denn so der Unterschied vom Emotionalen her, wie man ins Instrument geht oder an die Stimme? Der Unterschied zwischen, ah, jetzt feilen wir etwas, was ich schon im Kopf habe. Und der Zugang, jetzt gehen wir raus und los geht's. Könntest du ein bisschen das beschreiben? Kann man das irgendwie vergleichen? Naja, wenn man so wie heute oder auch im Proberaum irgendwie von Fischen beginnen, ist es ein leeres Blatt, das man komplett Fisch beschreiben. Und das, ja, wie der Gerd schon gesagt hat, das ist ein Risiko, das kann funktionieren oder auch nicht. Und die schönsten Momente sind die, wenn es einfach dahin läuft. Da gibt es dann so einen magischen Moment im Spielen, wo man reingibt und es läuft einfach von selbst. Und ja, den zu erreichen, das ist super, wenn man das schafft. Ja, das macht es halt auch schwer. Also, wir haben zum Beispiel diese Idee, dann doch reinzuhören und zu feilen. Das wäre jetzt für mich jetzt gar nicht so eine gute Idee. Also, aber dass viele reinhören, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das aus dem Moment gerissen noch einmal funktioniert, viele Sachen. Also, so ist es jetzt meine Einstellung. Aber durch das viele Hören kennen wir so unsere so Stilistiken, Farben und ähnliche Dinge und unterstützt und das verändert sich dann schon, dass da vielleicht auch immer wieder zitiert wird
von früher oder es sich insgesamt vom Klangbild her, ich sage jetzt einmal, verbessert, weil wir uns gegenseitig dann anders abstimmen oder die Sounds aus vielleicht intuitiv dann anders wählen, wenn der Sound da kommt oder der da, der damals auf der Aufnahme mein Bass-Sound überhaupt nicht irgendwie mir getaugt hat oder zu oder solche Dinge. Also es passiert ein automatischer Verbesserungsprozess oder Entwicklungsprozess, kommt mir vor. Und jetzt da mit Absicht zu feilen, ich halte das fast für gefährlich. Haben wir noch nie geredet. Ne? Interessiert mich jetzt, wie geht es dir mit der Stimme? Du hast sozusagen eine Klanglandschaft und bist sozusagen frei. Wie gehst du damit um? Blödes, wie geht's dir? Mit der Musik, die mir quasi unterlegt wird, oder ja, ich schaue einfach, was mir, also was passiert und darf ich zwischenrein? Ja. Mir kommt vor, eine gewisse, beim Improvisieren, eine gewisse Authentizität ist ganz wichtig und das sehe ich jetzt bei dir, oder für, ja, ist ein blöd geredet, aber ich merke, für mich merke ich das, ja, egal, aber Authentizität in dem Sinn, das rausbrechen lassen, was in einem ist, oder es klingt jetzt vielleicht kitschig, aber so ein bisschen, oft gibt es das Problem, ja, Improvisation, alles ist möglich, ja, es stimmt. Aber abnehmen oder glauben sozusagen als Zuhörer, kommt mir vor, ich glaube dir das, was da kommt sozusagen. Das ist gut. was soll ich sagen? Ich kann die Frage erweitern. Ja. Mir interessiert es auch genau, wie du zu den Texten, die du jetzt dir ausgesucht hast, gekommen bist und warum du weggekommen bist vom eigenen Texten, vom Ad-Hoc-Texten. Es ist eine Mischung und zwar teilweise die Texte, die heute entstanden sind, begleiten mich schon seit knapp 30 Jahren, die ich immer wieder gesungen habe und zu denen ich einen Bezug habe. Und die sind jetzt vielleicht nicht sehr lebensfroh. Shelley. Andere Texte, ich mache eine Mischung, also kann man es Dada nennen oder das Erforschen des Klanges mit der Stimme. Ich sehe die Stimme auch nicht unbedingt nur als Stimme, die etwas sagt, sondern auch als erweitertes Instrument, das in einem Klangkosmos eingebunden ist, wo es ausbrechen kann, wo es keinen Text gibt, wo es Text gibt, wo man mit Emotionen dahin schwimmen kann, wo man, keine Ahnung, also, ja. Aber denkst du an den Text, wenn du den singst? Ja, schon. Also ich probiere es. Das ist, jetzt kommen wir eben ein bisschen über Improvisation reden. Wie geht es euch, wenn ihr euch in einen eigenen Loop findet? Also was meine ich damit? Es gibt ja so, beim Improvisieren ist ja oft das so schön, wie wenn man ein neues Land, eine neue Stadt sieht und dann geht man Gassen, die man vorher noch nicht kennt. Ja? Und das ist ja, da öffnet sich ja ganz viel. Im Kopf merkt man es was anders, als wenn man immer die gleiche Gasse geht. Das ist für mich der Unterschied zwischen Perfektionismus
Und sozusagen Dilettantismus oder einfach die Möglichkeit, es zu riskieren, Wege zu gehen, die jetzt nicht so, bin ich nicht so sicher, aber dafür passiert im Kopf ganz was anderes, eine andere Aufmerksamkeit. Wie könnt ihr vielleicht, wisst ihr ungefähr, was ich damit meine? Also, wie schafft man es, dorthin zu kommen? Oder seht ihr das als Ziel oder Ziel, beim Ziel nicht, oder ein Teil des Improvisierens, dieses Neuland finden? Oder? Also wenn das passiert, ist das schön und das ist schon ein wiederkehrendes Thema. Das ist ein schönes Bild, das du da zeichnet hast. Und was will ich sagen eigentlich? Also immer die gleiche Gasse zu gehen, ist langweilig. Ja? Da möchte dann auch ausbrechen. Das, wenn die Sounds, die entstehen, mich langweilen, dann möchte ich mich anders hinbewegen. Dann möchte ich irgendwie einen Turn in eine andere Gasse nehmen. Und ja, also. Und die anderen, wie ist das für euch? Wie geht's dir? Kann man schon mal wie sagen. Nein, ich meine schon eigentlich ernst, was ich so frage, aber ja. Für mich ist es eigentlich spannend, lange auf einem Thema zu bleiben. Danke, yes. Mhm. Ja, danke für die Antwort auf meine Frage. Ja. Super, ja, genau. Ja. Ja. Also, Und vielleicht dazwischen irgendwie auszubrechen und wieder zurückzufinden. Ja. Schön, ja. Genau, eben ist auch möglich. Ja. Und das andere, wie geht es euch mit Ende? Wie kommt man zum Ende? Das ist immer spannend, weil wir meistens so, gar nicht so lang wie heute, also eher so, sind dann 10 Minuten, eine Viertelstunde, und dann ist es soweit. Und da sind wir uns eigentlich, so war nie irgendein Thema, über das wir geredet hätten, sondern, jetzt ist es ausgespielt, oder, und dann ist ja ganz cool, dass dann nach einer Pause, oder kurzen oder längeren Pause, die Farbe sehr, sehr stark wechseln kann. Also, dass man, wenn wir zurückkommen, wieder starten, dann in einem ganz anderen Tempo, ganz andere Sounds und so. Und das macht es halt schon lustig und spannend. Und zu dem vorher wollte ich noch mal sagen, ich glaube schon, dass es, wie nennt man das, iterativ ist, weil durch das, dass wir es uns anhören. Also das ist schon so ein auf dem Vorigen, es kann nicht vergessen sein, was wir eh schon einmal gemacht haben. Also passiert das, glaube ich, intuitiv eh. Dass wir an den Dingen weiterarbeiten, die wir schon gemacht haben. An eurer Form. Und an Farben und Formen, ja, den Eindruck habe ich schon. Und das mit der Absicht, da kriege ich mir ein bisschen, mache ich mir dann Sorgen. Aber ja, und die sind aber eben trotzdem immer neue Gassen. Aber man geht mit denselben Schuhen vielleicht in den neuen Gassen. So. Ja, das mit der Absicht, also das haben wir noch nicht gemacht, also keine Sorge. Wir müssten uns entscheiden, aber das ist ja auch keine Frage, müssen wir gar nicht. Aber genau, ich vergleiche das immer mit so einem Vokabular, das ich für mich habe. Also ich habe da so ein bestimmtes Repertoire an Sounds, die produzieren kann und es erweitert sich natürlich auch. Und, ja, aus dem schöpfe ich und das mixe ich halt neu zusammen in so einer Improvisationssituation. Den Klaus darf ich nicht übersehen, willst du noch was sagen? Ja, eigentlich nicht. Dann frage ich trotzdem noch eins und dann lasse ich euch in Ruhe. Kannst du euch noch erinnern, wie seid ihr eigentlich zum Improvisieren gekommen? Gibt es irgendwas, wo ihr den Unterschied dann gemerkt habt, müsst es nicht. Wer hat irgendwas, wer hat euch hinbracht? Wie ist das, den Unterschied? Also da übe ich jetzt was und das soll super schön werden und dann gibt es plötzlich so das, hey, improvisieren. Also gibt es irgendwas, was ihr euch schnell erinnert? Also
ich war glaube ich 13, wie mein Vater mitgenommen hat auf ein Free-Jazz-Konzert mit Cecil Taylor Unit. Und ich habe damals Waterloo und Robinson gehört und so, und so mit 13 halt. Und ich bin an einem Schloss Freiberg im Freien gesessen und da war so ein Jazzfestival halt so. Und, ja, und die sind da halt mit einer derartigen Urgewalt da drüber gefahren, das Klavier war hin nachher und so. Und, ich, und seitdem denke ich mir, das kann noch viel mehr als das. Ich meine, Perfektion kann sehr, sehr viel und, ja. Und es passieren Wahnsinnsdinge, wenn Leute sehr gut ihre Instrumente beherrschen und gezielt. Aber das ist schon noch, kann noch was anderes. Und da, ab da war es irgendwie schon klar, das zuzulassen, was da möglich ist, ist, glaube ich, mit Perfektion viel schwieriger zu erreichen. Sagen wir mal so, da kommt Faulheit noch dazu. Also, dass man so ausbrechen kann und dabei noch die komplette Kontrolle hat, das wird mir nicht gelingen. Sagen wir mal so. Für mich war es ein Gegenpol zur klassischen Ausbildung. Weg von Noten. Also du kennst es, diese Struktur verlassen. Und ja. Genau. Dann sage ich danke oder ich breche mal einfach, man muss irgendwann nochmal zum Ende kommen. Das ist eben beim Improvisieren ja manchmal so, dann will man nicht aufhören und dann wird es immer verwässert. Und deswegen vielleicht hören wir jetzt auf. Vielen Dank für euer Kontakt.